Kosmetikprodukte für Männer dürfen nicht aussehen wie Weiberkram. Das ist klar. Die Flaschen, Fläschchen, Tuben, Döschen, Dosen, die müssen schwarz sein oder braun oder dunkelblau. Idealerweise sind sie aus Ebenholz oder Metall in Form von Fußbällen oder Handgranaten. Es müssen Sachen draufstehen wie Active Technology oder Energy Booster oder irgendwelche kryptischen Buchstabenkombinationen als Formeln für geheimnisvolle Inhaltsstoffe, die von Männern in Hochsicherheitslabors bei der NASA und im Pentagon entwickelt wurden. Nebenprodukte der Raumforschung und der Entwicklung neuer Materialien für den Formel-1-Sport. Das sind Sachen, die Männer sich gerne ins Gesicht spielen. Der Mann darf die Antifaltencreme nicht wahrnehmen als ein Produkt der sanften Körperpflege. Der muss die Antifaltencreme wahrnehmen als eine ausgeklügelte militärische Strategie der chemischen Kriegsführung gegen einen Feind, der Zeit heißt. Und die Sachen dürfen natürlich auch, sagen wir mal, von der Aufmachung her, vom Namen her, von der Werbung her, dürfen die nicht klingen nach Wohlfühl und Pflege und sowas. Nein, das muss klingen nach Werkstatt, nach Inspektion, Funktionscheck, Rundumerneuerung. Und für die ganz harten Fälle gibt es eine Tagespflegecreme mit 3% Motorenöl. Natürlich muss man sich darauf einlassen, auf die ganze Sache. Ne? Sonst geht es einem wie dem Kosmetikverweigerer aus Fauch. Der sieht im Spiegel sich und seinen Bauch und seine unreine Haut, der Morgen graut und den Spiegel, ja, dem auch. Es gibt natürlich Fälle, wo du von vornherein siehst, okay, da ist nichts mehr zu machen. Ja? Es gibt so Gesichter, wo du siehst, da nutzt alles Zuschmieren und alles Liften und alles Wegschnippeln und Dazumachen, das nutzt einfach nichts. Das, ja? Hat dir schon mal jemand gesagt, wie schön du bist? Nee. Hätte mich auch gewundert. Also so Montagsgesicht. Ne? Wo du weißt, dass du das siehst, das ist halt in die Hose gegangen, fertig. Ne? Und wenn so jemand eine Kosmetikerin fragt, was für ein Produkt würden Sie mir denn empfehlen, dann ist es verständlich, wenn die auch nicht weiter weiß und vielleicht sagt, jo, wie wär's mit einer Papiertüte? Und wenn das dann tatsächlich besser aussieht, dann war auch das ein Fall von erfolgreicher Selbstoptimierung.